Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu einem Nachttestvideo. Wir waren hier gerade ein bisschen beim Grillen, darum haben wir jetzt hier auch wegen weiteres Areal, dass wir hier mal die Trustfire T70 testen können, denn die hat richtig Reichweite. Da brauche ich ein bisschen mehr Gelände als meinen Standard-Testwald mit seinen 100 Meter. Ihr seht schon hier diesen extremen Spot. Man sieht gar nicht auf der Lampe außenrum die Fläche, aber das ist jetzt die ganz schwache Stufe. Na, da sieht man jetzt nicht so viel. Ich hoffe, die Kamera kann das gut einfangen. Aber jetzt gehen wir mal hier Stoff und gehen mal, das ist der mittlere, so, und das ist der hohe Modus. Und jetzt gucken wir mal hier auf Reichweite, ne? Da vorne, da ist jetzt richtig Licht bis nach vorne. Das Ding hat eine Reichweite, das ist enorm. Na, kann man da vorne das Schild lesen? Da kann man dann nachts so wirklich mal ranzoomen. Weil da kannst du wirklich, wirklich mal das Zielgebiet für die Kamera ausleuchten. Das ist echt heftig. Aber selbst das ist noch zu wenig. Das ist wirklich Reichweite pur. Man sieht, da vorne ist ein Auto. Da können wir mal ranzoomen. Ah, nee, machen wir lieber nicht, weil aus der Entfernung mit der Kamera und der Lampe jetzt könnten wir nachts sogar das Nummernschild lesen. Aber hier ist die Reichweite wirklich brutal. Ich habe schon einige Lampen da gehabt, aber das, was die Lampe hier nach vorne wirft, das ist echt extrem. Ich sehe bei mir, wenn ich daheim bin, wir haben es vorher ausprobiert, wir hatten vorher tief hängende Wolke, so vielleicht in 1000 Meter, man sieht es vielleicht da oben, da kann man wirklich das Batman-Symbol an den Himmel werfen. Das ist wirklich irre. Also tief hängende Wolke so im Kilometer, die kannst du damit anstrahlen. Das ist echt ordentlich. Natürlich sehr spottlastig, aber Reichweite wirklich irre. Da kann man sogar selbst noch das kleine Schild lesen. Da, Naturfreundehaus. 100 Meter Entfernung. Das ist ja noch gar nichts. Du hast ja wirklich sogar noch mehr Reichweite bis davor. Und selbst, es wird noch weitergehen, aber die Straße ist jetzt hier nicht weit genug. Ich müsste wahrscheinlich noch weiter nach hinten stehen, um das hier wirklich ausnutzen zu können. Also das ist wirklich mal eine Lampe, wo ich sage, das, was auf der Verpackung steht, so mit halber Kilometer Reichweite, das traue ich der Lampe diesmal auch wirklich zu. Aber jetzt kommt der Auto, jetzt müssen wir aufpassen und hier rüber gehen. Sonst blende ich den noch aus Versehen oder er fährt mich um. So. Da kannst du also wirklich, wenn du auf großer Fläche abstrahlen musst, oder ich denke gerade immer an Werksschutz, ne? Große Gelände, große Parkplätze oder sowas, da hast du natürlich die Möglichkeit und die Reichweite wirklich über weite Entfernungen auszuleuchten. Das ist wirklich extrem. Wie gesagt, mal gucken, wenn wir noch tief hängende Wolke verwischen, kann sogar hier der Mond anstrahlen. Irre. Ja, ich hoffe, das konnte so einen kleinen Eindruck vermitteln hier. T70 XHP 35 domlos, 6x6 cm Reflektor. Oh, die wollen wir nicht weg, da im Wohnmobil am Horizont. Das ist wirklich eine Irre. Krasse Lampe, 2x18650er, werden keine Hochstromakkus benötigt. Nichts Besonderes, passiert da 18650er rein. Hat ja nur 2300 Lumen, aber halt ein verdammt gut berechneter Reflektor. Ne? Wahnsinn. Gucken, ob wir das Schild lesen können. Das steht da. Da ist ein Fahrrad, Moment, ich muss sehen, was allerdings da. Fahrradstrecke. Ne? Irre. Okay, Freunde, das war's. Ich sag mal danke fürs Reinsehen, bewerten und kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hübeli, macht's gut.